10.11.1938. Minna Zack lebte mit ihrem Ehemann Aaron und den beiden Söhnen Helmut und Kurt im ostpreußischen Neidenburg. Während des November-Terrors 1938 brannten SA-Männer die Synagoge nieder. Die Familie Zack wurde von 3 SA-Männern überfallen, Minna Zack erstochen. Ihr Mann Aaron und ihre Kinder Kurt und Helmut wurden verletzt. Die Mörder Minna Zacks wurden nach dem Krieg zu mehrjähriger Haftstrafe verurteilt.